Grace? Grace! Still Vollpfosten. Wenn Abby aufwacht, breche ich Ihnen das Genick. Hier sind die New Orleans-Unterlagen. Tut mir leid. Hat einfach ewig gedauert, bis sie einschlief. Okay, los geht's. Die Ministerin der öffentlichen Sicherheit, General Engel, will Amerikas Straßen von, Zitat, allen kriminellen und terroristischen Elementen befreien. Der Terroranschlag auf Roswell war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Wir sind nicht so sicher, wie wir dachten. Später reden wir mit Hardy Linde höchstpersönlich über ihr neuestes Filmprojekt. Die teuerste Produktion der Kinogeschichte. Die Jagd auf und Gefangennahme von Terror Billy. Wir stellen der Regisseurin die wichtigste aller Fragen. Wer spielt Terror Billy? Kann ein Schauspieler das reine Böse eines der größten Massenmörder der Geschichte darstellen? Zentrale. 5 Minuten. Meine Brüder und Schwestern. Seit einiger Zeit höre ich von diesem Widerstandsführer namens Horton. Horton? Horton. Horton. Okay. Fensterbrett. Regenschirm. Horton. Klar. Horton und seine Leute haben sich in der Zone von New Orleans verschanzt. Aber der Mann hat wichtige Verbindungen zu den übrigen Resten des Widerstands. Blaskowitsch. Sie müssen da rein und ihn für unsere Sache gewinnen, okay? Das wird aber nicht so einfach. Das Regime hat eine riesige Scheißmauer um New Orleans errichtet. Mit schwer bewaffneten Wachtürmen. Und die Küste ist komplett vermint. Da kommt das U-Boot niemals durch. Aber wissen Sie was? Scheiß drauf. Denn wir haben was anderes. Tut mir leid. Brauchten Sie das Boot? Ja, Sie Scheißer. Anja. Sie und Wyatt dringen in den östlichen Wachturm in Lake Bourne ein. Entschärfen Sie die Minen im Kanal zum Lake Poncha Train. Dann steuern wir dieses Boot in die Stadt und holen alle Überlebenden an Bord. Sein. Wir müssen los. New Orleans zählt auf uns, meine Brüder und Schwestern.